So, ein wunderschön zu einem, ja, zu einer neuen Folge quasi von Let's Play Together. So. Offiziell soll es in 3 Minuten losgehen. Noch ist keiner da. Schade eigentlich. Hallo. So. Gut, zuallererst, was wir mal machen, ist erstmal eine Rundnachricht rausschicken, damit alle anderen wissen, dass aufgrund, ne, wisst ihr ja schon. Ich kann gleich mal gucken, ob hier was ist. Nö, keine neuen Nachrichten. Dann gehen wir mal hier in unsere beiden Chats rein. So, ich kopiere einfach mal hier die alte Nachricht. Kopieren. Und dann alle Server sind heute ab 10 Uhr für voraus bis zu 2 Stunden offline. Grundreservierung, bla 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 bla. Genau, Submit. So, können wir gleich mal hier wieder Passwort setzen. Für mein Let's Play Server. Genau. Speichern. Bam. Und dann werde ich gleich mal alles selber neu starten. Also siehst du, ich muss ja noch bei dem hier nochmal reinschreiben. Lalala, genau 2 Stunden. Easy. So, voraussichtlich 2 Stunden. Genau, sehr schön. So, dann heißt das, ich werde jetzt auch direkt alles selber neu starten. Läuft meine Kamera eigentlich gut? Ja, läuft gut, sehr schön. VNC, genau. So. Ist doch gerade keiner on, das ist sehr schön. Dann fällt es auch keinem auf. Das heißt, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Beziehungsweise du startest jetzt gleich mal neu. Du bist tot. Und du bist tot. So, damit ist nur noch mein Etherwheel-Server erreichbar und der verlangt ein Passwort. Sehr schön. So, und dann bist du auch tot. Einfach mal sich das aber alles deaktivieren komplett. Hier wollte auch noch keiner ran. Sehr schön. Ja, das ist ein kleiner interner Server, familieninterner Server, der ist neu. Der ist aber auch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, der läuft aber auch mit Passwort. Also, deswegen auch die ganze Warnungen hier. Ja, so, egal. Ist für uns sowieso irrelevant. Für mich wichtig ist jetzt der hier. So. Linux, ja, die Linux-Dio kam gerade. Ist aber noch nicht in meiner Gruppe drin. Okay. So, das heißt, es ist schon mal alles vorbereitet. Dann können wir jetzt eigentlich direkt starten. Das heißt, ja, komm, einmal wieder schon drauf. Und dann Let's Play. So, oh, genau, richtige Zeit. So. So, okay. Vor allem hoffe ich mal, dass meine meine Mikrofonlösung funktioniert. Ich bin da echt ein bisschen, damit du überhaupt weißt, was ich meine. Okay. Hallihallö. So, nu aber. Läuft mein Mikrofon richtig? Hatte da nämlich ein bisschen Struggle, mein Mikrofon einzurichten.
Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Sehr schön, sehr schön. Gut. Okay, dann hat er doch alles gestimmt. Jutchen, ja, dann mache ich mich mal kurz auf den Weg. Ich bin nämlich gerade bei meiner, ja, Single-Let's-Play-Hütte. Achso, muss doch meine Taschen entleeren. Doink. So. Dann hoffe ich mal, dass Thomas und Celine auch noch zu uns stoßen. Ja, wäre sonst so ein bisschen einsam, ne? Ja, dezent. Ich meine, ich kann heute wahrscheinlich eh nur 2 Stunden, also beziehungsweise sind erstmal 2 Stunden angesetzt von meiner Seite aus. Von daher mal gucken, wie viel sowieso hier so denn abgeht innerhalb dieser 2 Stunden. Was tue ich hier gerade? Da bitte raus, danke. So. So. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bin auch in der Nähe. Ja, ich bin ein bisschen in der Stadt und gucken wir mal an, aber hat sich ja nicht so viel getan. Nee. Nur so ein paar Kleinigkeiten, gerade bei dem Feld, da hat, habe ich vergessen, wie der heißt. Der eine, der da praktisch dazu kam bei dem letzten, da noch ein bisschen rumgepflückt. So, doink. Ich hoffe nur, dass es mit dem Audio klappt. Na, bei mir kommst du bisher ganz gut an, also. Jo. Ja, ich hoffe, das ist auch in der Aufnahme nachher irgendwie so halbwegs vernünftig, weil letztes Mal war es ja alles irgendwie ein bisschen zu laut. Ach so. Ja, aber das ist das übliche Linux und Audio, ne? Man kennt das. Ja. Ich meine, ich habe mich jetzt mittlerweile auch ein bisschen, also ich weiß mittlerweile, wo ich bei Alter Mixer da was, wie, wo einstellen muss, aber ja, als ich das rausgefunden habe, oder bis ich das rausgefunden hatte, war ich auch ganz schön am Struggeln. Naja, klar, auf jeden Fall. Ich nehme jetzt irgendwie 2 Kanaltonen auf, also Commentary und Gameplay getrennt, aber Mumble geht natürlich irgendwie ins Gameplay mit rein und da ist natürlich die Frage, ist das nicht zu laut? Ha. Weil das dann hinterher zu regeln, das ja, ist dann doch etwas schwieriger. Ja, definitiv. Das ist ganz viel Wolle hier. Und ich habe mir endlich mal Click-to-Talk angemacht. Oder Push-to-Talk. Was genau macht das? Naja, sobald ich eine Taste drücke, spreche ich. Und wenn ich die Taste loslasse, hört man es nicht mehr. Ach, okay. Ja, gut. Quasi wie so ein alter Walkie-Talkie. Genau. Und dann schön auf die Maus gelegt, also auch ohne dann irgendwie groß umdenken zu müssen mit irgendwelchen Tasten. Also einfach Daumentaste auf Maus und fertig aus. Gut, müssen wir nur mal gucken, eben, was wir jetzt. Also hier haben wir ja schon ein paar Häuschen. Die Frage ist, welches gehört da nochmal wen? Die letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen her. Jo, ansonsten halt unser Lager hier nach oben noch ein bisschen weiter bauen. So, die sieht so ein bisschen abgeschnitten aus. Das ist das, was ich so jetzt vorhatte. Jo. Jo, es fehlt noch so ein Dach, ne? Genau, genau. So richtig schönes altchinesisch geschwungenes Dach. Somit. Okay, sehr gut jetzt. Ja, das baust du dann aber. So. So, gleich wieder Baumwolle nachpflanzen oder wollen wir mal gucken, dass wir was anderes anbauen? Bin ich gerade am überlegen, ja, eben gucken wir mal erstmal hier, von was wir überhaupt wie viel da haben. Wir haben ja ganz schön viel. Mais, jeweils, 500 Mais, 200 Erdbeeren. Okay. Aber dann haben wir nur. Ja, sehr gut. Brauchen nur noch eine Kiste für Baumwolle. Da war auf der. Genau, da wurde gerade läuft. Beziehungsweise. Nein, hier war Farbe. Aha, da. Schwupps und schwupps. So. Rechtsklick, ne? Genau. Rechtsklick rein, Linksklick raus, jeweils immer ein Stack und wenn du dabei die Schleichtaste gedrückt hältst. Dann das gleiche, aber immer nur eins. Oh, so gut zu wissen. War das, glaube
Kann man aus Baumwolle nicht auch Wolle ganz normal craften? Doch, genau. Viermal als Viereck anordnen, glaube. Da kriegst du dann diese Wollewürfel. Aber andersrum geht's, glaube ich, nicht. Ja, ich wollte mir mal ein paar Beutel machen. Genau. Dafür. Die wollen ja alle Wolle haben. Aha, ein großer, ja, für eine große Tasche braucht man einfach mal 120 Wolle. Ist schon ganz schön, da brauchst du ein bisschen. So. Ich merke gerade schon, unser Straßennetz wurde erweitert. Ach ja, da hinten hat der Thomas, glaube ich, sein Haus gebaut. Ist ja eher schon so ein Schloss von hier aus, ne? Ja. Mit einer seltsamen Fensterdekoration. Und eine Stadtmauer aus Papyrus. Nur die hält was aus. Ja, locker. Damit kannst du Panzer abwehren. Na, mindestens. Ach, hier auch schön mit den Feldern. Meine Ja. Güte. Ah, doch, das Haus dürfte Thomas und Celine gehören. Da war was. Ja, genau. Auch nicht bei Thomas. Nice. So. Jutschen, dann mache ich mich mal direkt ans Dach bauen bei unserem Lagerchen. Mal gucken, ja, wie ich jetzt gestaltungstechnisch am klügsten mache. Oh, ich sollte doch mal was essen. Hab nur noch 35 Sättigung. Was ich aber nicht ganz verstehen kann, weil ich könnte schwören, dass ich vorhin erst meine Bildschirmsättigung hochgestellt hatte. Die Bildschirmhelligkeit hochgestellt. Nee, da war hier gerade hier unten links die Magenfüllung, ja quasi als Sättigung angezeigt wird, meinte ich gerade mit, ich habe meine Bildschirmsättigung hochgestellt. Ist ja auch so Verdummt. ganz genau so. So, die gut bekannten Wildzwiebeln, wovon hier echt en masse wachsen. Zwiebeln hat man nie zu wenig. Och, Kartoffeln sind eigentlich auch ganz gut. Ja, vom Nährwertgehalt sind Kartoffeln und Gurken ganz gut, ja. Da kannst du dir so einen Salat machen und der pfeffert echt ganz schön rein. Da bist du erstmal halb voll. Aber ebenso für unterwegs ist halt immer Zwiebeln ganz gut, weil eben die Zwiebeln, die wachsen echt wie Sand am Meer überall. An manchen Stellen hast du mehr Zwiebeln als Gras. Warten. Hey, ist die Kerze. Wie kriegt man denn Baumwolle angepflanzt? Ach so, nee, das, was du gerade in der Hand hast, nicht, sondern du bekommst, wenn du Baumwolle erntest, bekommst du einmal diese Ach, die weißen Samen, Knöllchen. ah, ich sehe es, Genau, ja. genau. Ich habe als Ausrede, dass ich immer noch ein bisschen krank bin. So. Genau, hier ist mein ganzes. Baumwolle werden wir auf jeden Fall noch brauchen, weil wenn man echt so viel Wolle braucht für die Beutel, dann ist natürlich der Vorrat sofort aufgebraucht. Ja, die Beutel verbrauchen echt abartig. Vor allen Dingen, wir sind ja auch zu viert, halt, also wir brauchen quasi 4x4 Beutel. Und ja, das ist ganz schön viel. Oh, ich mach das Feld gerade schon wieder voll.
Ich überlege gerade, ob ich hier einfach nur ein Dach raufklatsche oder noch eine richtige begehbare Etage. Weil dann bräuchten wir hier auch noch irgendwo eine Treppe, wo dann die Frage wäre, wo die hinkommt. Aber ich glaube mal, direkt einfach ein Dach recht hier von der Höhe her schon aus. Noch eine Etage drauf muss eigentlich nicht. Sollte so. Naja gut, wenn das ein Spitzdach wird, hast du ja automatisch eine Etage. Schon doof wieder. Na gut, ich mache erstmal das Dach und dann können wir mal gucken, wie dein Platz ist, wie man denn hier eine Treppe noch einfrickeln kann. Quasi genauso wie beim BER. Erst bauen, dann planen. Das funktioniert immer. Natürlich. So. Eröffnung dann 2050, ne? So ungefähr. Dann der allseits bekannte provisorische, ja, temporäre Bauschutt hier. Treppe nach oben. Juhu. Die gute Baustellenerde. Aus biologischem Anbau. Wir haben Holzwände. Was würde denn von der Optik her gut fürs Dach passen? Mal gucken. Ziegelsteintreppe? Nee, ist zu krass der Unterschied. Diamantdach, klar, einfach aus Diamanten. Ach nee, ist Kristallblocktreppe. Wüstenpflastersteintreppe sieht von der Textur eigentlich immer ganz gut aus. Wenn man hier mal Wüstenpflastersteintreppe und was ist das hier? Wüstensteinziegeltreppe. Der, wer denkt sich diesen Namen aus? Okay. Ja doch, machen wir hier Wüstensteinziegeltreppe. Oh, ich habe ganz schön viel Wüstenstein. Wüstensteinziegeltreppe? Ja. Naja, wenn schon genau, dann auch richtig genau. Jutchen, dann suche ich mal eine Wüste. In die Richtung war ein Pilzbiom, da hinten war ein Dschungelbiom. Gab es irgendwo eine Wüste in der Nähe? Nee, ne? Ich glaube nicht. Da muss ich erstmal wandern. Lol. Gut. Yuchen. Okay. So, zwei große Taschen, ich glaube, das reicht erstmal. Boah, für den Anfang schon. Weil das Schöne an diesen Taschen ist, wenn man stirbt, dann behält man die Taschen und den Inhalt irgendwie, also, ja, keine Ahnung, ob es so gewollt ist oder einfach nur vergessen wurde, das mit zu implementieren, aber eben, Taschen samt Inhalt behält man, wenn man stirbt. Finde ich ganz witzig. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, ob noch mal irgendwo Lehm ist für die Dachumrandung. Okay. Ich kann mich einfach daran erinnern, dass ich ein bisschen farbiges Lehm da in eine Höhle abgebaut habe, genau da, wo du gerade bist. Ja, ich habe gerade den letzten Rest irgendwie rausgehoben. Ah, okay. 8 Notes, na immerhin.
Sind 8 Kubikmeter, sollten wir. Ich glaube, da war noch irgendwo was. Okay. Aber da war noch so eine zweite Hülle, da war auch noch ein bisschen was drin, glaube ich. Ja, wir haben ja hier hinter dieser einen Hütte haben wir noch unsere ganz große Höhle. Ach, das ist roter. Na, scheiße. Hilfe, ich sterbe. Hinter welcher Hütte? Ach, hier hinter der... Da, wo der Keller gebaut ist. Genau. Nur, da weiß ich nicht, ob wir da... Ich glaube, da war kein Lehm, oder? Nee, glaube ich nicht. Das ist ja alles Gestein. Also, normales, nur normales Gestein. Aber immerhin schon mal ausgeleuchtet. Ja, und ja. Treppen gebaut. Eben. Hatten wir die ganzen Rohstoffe gefarmt. Diamanten und Erdöl und seltene Erden. Ja, was man so braucht, ne? Klar, seltene Erden ist Grundnahrungsmittel. Ja, die kommt dann mit ein bisschen Wasser und dann machst du da Beton drauf. Wofür brauchst du das sonst? Gutchen, dann würde ich mal sagen, ja, dann lege ich mal meine Taschen weiter und dann gehe ich mal auf eine Wüstensuche. Sollte ja nicht so selten vorkommen. Aber wahrscheinlich habe ich wieder das Glück, ich habe eine Wüste ganz in der Nähe und renne einfach direkt dran vorbei. Natürlich. Das geht immer so. So. Okay. Ein Stack voll Reis, um Reis reißt man sich. Sehr schön. Da muss man weit für reisen, würde ich sagen. Also wenn du einen Dschungel brauchst, hier ist einer. Ja, eigentlich eher genau das Gegenteil davon. Wow, was haben wir denn damals alles zusammengesammelt? 700 Blöcke, hier 700 Stahlbarren. Ist ja schon eine ganze Menge. Ja, aus der einen riesigen Höhle wahrscheinlich alles. Ja. Hey, ihr wart ja unten in diesem riesigen unterirdischen eigenen Kontinent da. Und da. Naja, genau. Und da habe ich auch stackweise irgendwie Eisen mit hochgebracht. So, ich habe alles, was ich brauche für unterwegs. Ich mache mich dann mal auf die Suche. Anhalter gibt es ja hier leider nicht. Ich hoffe nur, dass ich irgendwann auf so ein Lehmbiom stoße. Na, ich weiß nicht, im Wasser, da gibt es ja relativ viel Lehm immer, aber das ist, glaube ich, immer dieser ganz normale Lehm, nicht der farbige. Nee, ist der ganz normale, den man dann brennen und färben kann wahrscheinlich. Ah. Eben, der vorgefärbte, die Ding ist meistens nur in irgendwelchen Höhlen. Ja. Vor allem so flachere Höhlen halt. Also so, die halt so extrem tief runtergehen, da dann auch eher seltener. Ja, immer relativ nah unter der Erdoberfläche. Ah. Ist ja welchen auch so, glaube ich. Bin jetzt nicht so der Geologe, aber glaube schon. Ich würde auch eher den Lehm weiter oben vermuten.
was für ein riesiges Bananenbiom hier bei uns ist. Wir könnten uns die ganze liebe lange Zeit nur mit Bananen ernähren. Die wachsen auch nach, oder? Kann man die anpflanzen? Ui, hatte ich mal getestet. Ich weiß aber mittlerweile gar nicht mehr, was dabei rauskam. Glaube, wachsen Bananen nicht nach. Bananen, Kakao und so die ganzen Sachen, die hier mit diesen Itawil-Mod hinzukommen, die wachsen, glaube ich, nicht nach. Nur die Sachen, die wirklich direkt im Mindtest selber verfügbar sind, heißt also solche Sachen wie diese Bärenbüsche, da wachsen die Bären nach, aber hier so Bananen und so, glaube ich, nicht. Ach, schade. Ansonsten kann man ja einfach irgendwo eine abschlagen, wo man weiß, dass wenn man da... Yay, ich habe Wüste gefunden! Wo man sich das später noch erinnern kann. Und dann kann man ja gucken, ob dann so ein paar Minuten später wieder eine neue Banane dran ist. Sehr schön, Wüste mit Kaktus und allem drum und dran. Eine richtige Vollversion. Boink. Herzlichen Glückwunsch, ich bin im Pilzbiom. Okay, wachsen einfach mal mitten in der Wüste Kaffeebäume. Achso, ist eine richtige Oase hier. Lol. Tja, jetzt habe ich zwar schon eine Wüste gefunden, aber hier ist weit und breit nur der weiße Sand, nicht der rote. Mal gucken, ob ich noch was finde. Ist die vertrocknete Erde eigentlich für irgendwas gut? Wie bitte? Die vertrocknete Erde? Nee, das ist, glaube ich, einfach nur so ein optisches Ding. Genauso, ja, genau, die vertrocknete Erde ist rein Deko, aber da wachsen diese komischen schwarzen vertrockneten Bäume. Und die sind ganz schön special, weil aus denen bekommt man nämlich direkt 2 Kohle. Ohne dass man die erstmal brennen muss oder sowas, sondern direkt einfach ein Crafting-Menü packen und dann direkt 2x Kohle. Ja, nice. Aber mit der Erde habe ich so erstmal noch nie was probiert, um viel zu machen. Von daher wüsste ich da erstmal nicht, dass die irgendein besonderes Feature hat. Außer ein Feature mit Eminem. Naja, ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. Ja, Pilze, soweit das Auge reicht, aber kein Lehm. Schade. Da hier in der Wüste bei den ganzen Höhlen, die ich hier habe, da ist auch eher weniger Lehm. Kann aber daran liegen, dass eben es in der Wüste das allgemein kein Lehm gibt, weil ja in der Wüste eher trocken ist und Lehm braucht ja feuchte Gebiete. Ja. Von daher durchaus naheliegend. Tja, aber roten Sand finde ich hier keinen. Das heißt, wir werden es wohl mit weißem Sandstein denn das Dach machen.
Muss ich nur mal gucken, ob dafür nicht das Holz, was wir dort für die Wände genutzt haben, zu dunkel dafür ist. So. Eine Spitzhacke bitte gratis. Dankeschön. Naja, sonst den Lehm brennen, Steine draus machen. Brennen und dann kannst du ja diese Steinblöcke draus machen. Die kannst du ja dann zuschneiden. Ja, nur diese Ziegelsteintreppen, die haben so eine extrem starke Struktur, was mir persönlich immer zu bissig ist. Das ist ja quasi ein zu hoher Kontrast. Entweder habe ich da einfach nur einen komischen Geschmack oder ja, irgendwie keine Ahnung. Sag mir das immer nicht so ganz zu. Hey, Moment mal. Ach, es gibt drei Arten von Wüstensandstein. Alter, wollen die mich hier auf den Arm nehmen? Das ist doch gar nicht. Also das ist der rote, dann gibt es noch gelben. Und ich habe jetzt weißen, oder was? Nur Silver Sand, ne? Ja, nur daraus kann man scheinbar gar keine Treppen oder so machen. Zumindest sehe ich hier erstmal so. Ah, doch, kann man. Okay, doch. Ist nur im Crafting-Guide irgendwie ganz hinten, obwohl die anderen beiden ganz vorne sind, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber gut, kann man doch draus machen. Sehr schön. Ich glaube, der sortiert nachdem, wann die Mod geladen wurde. Das kann natürlich durchaus sein, ja. Eben. Also ich habe mal gerade geguckt, aus diesem vertrockneten Sand kann man einfach nur so ganz normal Treppen und so machen, also so wie jeder andere Sand quasi auch. Ohne also rein einfach nur Deko. Ganz genau, ganz genau. Okay, wenn man normale Erde in den Ofen packt, dann wird daraus auch vertrocknete Erde. Lol. Ja, bietet sich ja irgendwie an.
Ja, ich habe da gerade eher so an diesen Zuckersand gedacht, der eigentlich eher zu Glas wird, aber eben. Klar, bei normaler Erde, wenn man die nicht allzu lange im Ofen lässt, dann kann daraus tatsächlich was Erdeähnliches bleiben. Nur halt trockener, eben. Oh doch, passt. Easy. Jutchen. Gut, dann begebe ich mich mal eher zu dir, wenn du da irgendwo in diesem trockenen Sandbiom da warst. Aus dem kann man nämlich, wie ich sehe, auch diesen gelben Sandstein machen. Und der dürfte wesentlich besser aussehen als dieser weiße Sandstein, den ich hier en masse habe. Weil so ein weißer Sandstein, der ist, ich weiß nicht, irgendwie dürfte das von der Farbe her nicht so ganz so passen. Also da ist irgendwo ein Pilzbiom und da an der Seite ist dann so ein bisschen von der trockenen Erde. Ich bin natürlich längst irgendwie weiter, weil ich suche Leben, aber irgendwie scheint es hier kein Leben zu geben, habe ich das Gefühl. Viele Ru Erde an Linux-Dock? Test, bitte kommen. Linux-Dock, hörst du mich? Ich verbinde mich mal ganz kurz neu, irgendwie. Ja, meine Verbindung wurde unterbrochen. Habe ich auch keinen Upload mehr gehabt. Gut, machen wir ganz kurz Feierabend, dann sehen wir uns auch gleich wieder. Joch.